letting go, yeah, it isn't easy. Two hearts slowly breaking. Jetzt vielleicht mal zu unserer großen Veränderung. Ich kann euch jetzt gerne mal die Symptome nennen, was also beim Wiki eben aufgefallen ist und was auch den anderen eben aufgefallen ist. Auf jeden Fall haben wir dann eben ganz viel recherchiert, wie ich ihn unterstützen kann und was ich eben so machen kann. Und da haben wir jetzt eben einiges gefunden, womit wir das Ganze wirklich sehr gut in den Griff bekommen haben. Servus und ganz herzlich willkommen. Hallo, Stretzi. Und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich weiß, es gab jetzt ja schon ewig keinen Vlog mehr. Und deshalb habe ich mir jetzt heute gedacht, ist es mal definitiv wieder Zeit, mal wieder einen Vlog zu drehen. Denn bei uns zwei hat sich einiges geändert. Und ich möchte euch wieder auf den neuen Stand bringen. Ja, du wartest auf dein Begrüßungsmärchen da. Da ist hier. Ich denke. Ja, beiß ab. Ist das so schwer? Herr Ruck? Dann nimmst du es halt ganz. Auf jeden Fall werde ich heute unseren wunderschönen Tag nutzen, denn wir haben echt traumhaft schönes Wetter. Und werde euch einfach hin und wieder, wenn dann eben der Moment da ist, euch wieder auf den neuesten Stand bringen. Und ich habe gedacht, da wir heute so tolles Wetter haben, werde ich mir den Wiki schnappen und wir werden zu Fuß eine kleine Runde spazieren gehen. Ich werde jetzt als allererstes aber noch ganz kurz Wiki sein Futter einweichen, dass es in der Zwischenzeit ziehen kann. Und dann schnappe ich mir dich und dann gehen wir spazieren. We're falling out, we've reached disaster. Don't know where we're gonna be after. And we do it all again and again and again and again. Again and again and again and again. We're falling, falling down, we faded. But I know that we can save it. Cause we're like Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Even if we go a lot and break us down, I know we are Alpha and Omega. Whatever happens doesn't matter, I know we can sort it out. Alpha and Omega. Alpha and Omega. Like the waves pull you down underwater. Ich weiche jetzt, wie gesagt, noch schnell das Foto für den Wiki ein und zeige euch das jetzt auch kurz, weil da hat sich nämlich jetzt auch etwas verändert, beziehungsweise wir müssen jetzt das komplette Futter vom Wiki auf getreidefrei umstellen, dazu aber mehr. Und jetzt bekommt der Wiki seit neuestem Rübenschnitzel noch zugefüttert, neues Müsli, neues Mäsch ist schon bestellt. Ich verfüttere jetzt noch das, was ich habe, ist nicht mehr viel und dann wird das Futter umgestellt. Das hier sind jetzt die Zuckerrübenschnitzel vom Wiki. Ich habe die jetzt vom Paro und da bekommt er jetzt eben so ja, eine halbe Schaufel ungefähr, weil wir das noch anfüttern. Und dann gibt es dazu noch eine dreiviertel Schaufel vom Mäsch. Wie gesagt, das ist jetzt noch das Eiweißmäsch. Das bekommt jetzt noch, bis es leer ist, oder ist ja relativ viel Getreide drin. Und dann bekommt er eben ein getreidefreies Mäsch. Ja, das ist jetzt ja nichts Neues. Zum Mäsch bekommt der Wiki wie immer Hagebuttenpulver dazu und rote Beete. Das Futter ist jetzt eingeweicht und Wiki habe ich mir schon geschnappt und ich habe mir auch schon die Haare zusammengebunden, weil offene Haare am Stall, das geht einfach nicht. Ich habe schon während dem Futter einweichen gespannt. Nee, Franziska, dich regen die Haare auf. Bind sie zusammen. So, Bubi, und wir gehen mal jetzt zum Putzplatz. Kim! Ich sag's euch, der Wiki verliert aktuell so viel Fell schon wieder. Jetzt war dann von, ja, so einer Woche war jetzt ungefähr Pause, weil es bei uns wieder geschneit hat und eiskalt war. Und jetzt geht wieder ordentlich was raus. Okay? Ich freue mich schon voll auf das Sommerfell, weil der Wiki da voll schön glänzt. Wiki ist jetzt soweit fertig geputzt. Ich werde jetzt ganz kurz reingehen und euch das Futter noch aufgeweicht zeigen, die Rübenschnitzel. Und dann muss ich Kamera wechseln, denn wenn wir dann spazieren gehen, filme ich mit der GoPro weiter. So sehen jetzt die Zuckerrübenschnitzel aufgeweicht auf. Ja, es ist ja noch eben das Mäsch drin, aber es ist einfach so, so eine Pampe und es ist so ein bisschen, ja, grieselig. Weiß ich, was das auf Hochdeutsch heißt. Und das bekommt er jetzt.
Zum einen eben wegen diesem getreidefreien Füttern, aber hauptsächlich, dass der Vicky ja ein bisschen zunimmt, denn wir haben jetzt schon so viel an Futter durch und irgendwie ja, schlägt kein Futter so direkt an. Und deshalb mit dem Tierarzt gesprochen, mit der Physiotherapeutin gesprochen, versuchen sie jetzt eben mal mit den Zuckerrübenschnitzel. Aber ich muss dazu sagen, ich habe eben die von Paro und die sind ohne Melasse und ja, das war mir wichtig und das bekommt er jetzt eben. Ich werde euch später noch genaueres zu Vicky seinem Futter aktuell sagen, denn bei uns gibt es eben eine sehr, sehr große Veränderung, was noch für uns beide komplettes Neuland ist. Aber ich erzähle es euch, während wir spazieren gehen. Ich wechsle jetzt auf die GoPro um und dann sehen wir uns, wenn wir unterwegs sind. Unsere größte Schwäche, was eigentlich ja die Basic ist vom Pferd und vom Menschen, ist, dass wir alleine spazieren gehen können. Alleine ausreiten, überhaupt kein Problem. Zusammen spazieren gehen, auch kein Problem. Aber alleine spazieren gehen ohne einen anderen Kameraden, tief gefährlich. Aber es wird immer besser und wir üben ganz fleißig. Deshalb hat er eben auch die Trense oben, dass falls was wäre, ich eben eingreifen kann. Aber er ist so echt wirklich lieb. Und wir haben heute so schönes Wetter. Die Vöglein zwitschern, es ist warm. Ich bin total frühlingsbereit. Beispiel immer während dem Spazierengehen baue ich gerne irgendwelche Übungen ein, wie seitwärts gehen, rückwärts gehen oder ich frage nach Kunststücken, wie Smile oder das Beinchen heben, dass er einfach mit dem Kopf beschäftigt ist und gar nicht auf dumme Ideen kommt. Aber heute ist er richtig lieb, er ist richtig tief entspannt, er kaut die ganze Zeit, er schnaubt ab, also ich glaube, ihm gefällt es heute wirklich. Wir haben aber auch traumhaft schönes Wetter, perfektes Wetter und wir haben jetzt noch so ja, 10 bis 15 Minuten, gell? Und dann sind wir wieder zu Hause. Reason why I feel like I can fly. Bring about the day and night. I love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution. You are. Jetzt vielleicht mal zu unserer großen Veränderung. Und zwar, na Kim, haben wir die ganz starke Vermutung und sind uns auch ziemlich sicher, dass der Vicky ein Headshaker ist. Ihr werdet euch jetzt denken, was hat denn die? Der shakt doch gar nicht mit dem Kopf. Ja, bei ihm ist es sehr wetterabhängig. Wenn der Wind geht, ist es zum Beispiel richtig schlimm. Es war teilweise schon so schlimm, dass ich sogar abgestiegen bin und er dann nicht mehr reitbar war. Wir haben dann einfach mitnotiert, wann das Kopfschlagen auftritt, Wetter, was wir gemacht haben, Futter, was für Equipment er drauf hatte, wie die Stimmung war, ist Wind gegangen, war es recht warm und ja, haben immer aufgeschrieben, sobald das Kopfschlagen aufgetreten ist. Langsam, Bubi. Ja, super. Und dann haben die Anna hat mir sehr viel geholfen, ganz viel recherchiert, gelesen, angeguckt und von den Symptomen her, was der Vicky zeigt. Nein, komm. Weiter ist er einfach eindeutig ein Headshaker. Ich werde jetzt während dem Spazierengehen nicht mehr genauer darauf eingehen, weil da bleibt mir die Puste weg und mit der GoPro ist es ein bisschen blöd. Wenn wir gleich zu Hause sind, wir sind eh gleich da, dann wechsle ich die Kamera und während der Vicky sein Mäsch futtert, gehe ich dann genauer darauf ein und erkläre euch, wie wir darauf gekommen sind, was die Ursachen waren, wie es dem Vicky geht, ob wir irgendwelche Möglichkeiten gefunden haben, es in den Griff zu bekommen und
werde euch auf jeden Fall alles dazu erzählen. Jetzt kommt Popo-Training. Da geht es nämlich ganz schön steil rauf. Ja, Vicky, ist gut für deinen Knackarsch und für deinen Rücken, wenn wir da aufgehen. Wir sind fertig mit Angrasen und ich bin total überbelichtet, weil mir dermaßen die Sonne ins Gesicht scheint, was wirklich total schön ist. Bubi! Ich habe gerade das Harz schon aufgemacht. Dann komm her, was ich der Vicky jetzt noch wälzen darf. So, bitteschön. Doch. So, hier mit dem Futter. Ja. So, der Vicky mampft jetzt hier schon sein Mäsch mit den Zuckerrübenschnitzeln. Heute sind die Fliegen ein bisschen böse, gell, Vicky? Ja. So, lass es dir ganz gut schmecken. Und während der Vicky jetzt mampft, erzähle ich euch genaueres zum Headchecking. Ich nutze jetzt die Zeit und werde euch eben jetzt alles zu diesem Thema Headchecking, soweit jetzt eben mein aktueller Stand ist, euch erzählen, denn wir haben das so, ja, vor einem Monat ungefähr herausgefunden. Wer uns auf Instagram verfolgt, der hat das ja eh schon mitbekommen und jetzt möchte ich es eben auch noch hier auf YouTube einmal ansprechen. Ich bin natürlich jetzt noch nicht so fit in diesem Thema, denn es ist wirklich komplett neu für mich, auch für die anderen hier im Stall. Wir müssen uns alle ein bisschen reinfuchsen, aber wie ich vorher schon gesagt habe, ich kann wirklich bis jetzt sagen, dass wir das wirklich sehr gut in den Griff haben. Wer uns ja schon länger verfolgt, der weiß ja, dass dieses Kopfschlagen letztes Jahr auch schon mal ungefähr zur gleichen Zeit da war. Bloß habe ich mir dabei, also ich habe schon mal im Kopf gehabt, es könnte Headchecking sein, aber ja, habe es nie so wahrgenommen. Ich habe alles andere untersuchen lassen. Für mich war es eigentlich, ja, da ist irgendwie ein Wirbel, irgendwo ist eine Blockade, was ihm Schmerzen macht, die Physio muss kommen, dass er eben wieder normal und ruhig läuft. Und nach der Behandlung war es auch immer tatsächlich leichter und besser. Aber es kam immer wieder zurück. Letztes Jahr ging es dann eben so die ganze Zeit dahin, dass irgendwie die Physio da war, ich die Sättel anschauen lassen habe oder andere Gebisse ausprobiert habe und ja, habe einfach gemeint eben, dass die Ursache woanders liegt. Dann war aber dieses Kopfschlagen wirklich über den kompletten Winter ab Herbst bis Januar komplett weg. Also man kann sagen, knappe 6 Monate war das Kopfschlagen total weg. Deshalb habe ich das auch total aus dem Blickfeld, habe das nicht mehr im Kopf gehabt, weil ich habe natürlich nicht mehr drüber nachgedacht, weil es ja nicht mehr da war. Wir haben ganz normal Reitunterricht genommen, sind ausgeritten, haben ganz normal unsere Bodenarbeit gemacht. Es war alles wie immer. Es war halt natürlich viel, viel kälter. Und ja, da war das Kopfschlagen weg. Und dann heuer, apropos, letztens ins Video kam die Frage, was bedeutet heuer? Heuer bedeutet dieses Jahr. Ich habe gedacht, heuer ist auch Hochdeutsch. Aber dann ist anscheinend heuer, oder wir sagen mal auch heuer. Aber okay, heuer bedeutet dieses Jahr. Also dieses Jahr im Februar ging dann eben das Kopfschlagen wieder von vorne los und auch ziemlich schlimm, dass mir ziemlich schnell klar war, ich muss da jetzt unbedingt die Ursache finden und dahinter kommen, dass wir wissen, wo das herkommt.
Also habe ich wieder alles in die Wege geleitet. Es war sehr, sehr oft der Tierarzt da. Es war sehr, 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 sehr oft die Physiotherapeutin da. Ich habe alles angucken lassen. Ich glaube wirklich, die Physiotherapeutin war fast alle 2 Wochen da, weil ich halt immer gedacht habe, wenn er sich hinlegt oder mit den anderen spielt, dass irgendwie ja, er sich was ausrenkt und eine Blockade hat. Auf jeden Fall wurde es dann eben nicht gerade besser, wenn die Physiotherapeutin da war. Es war schon mal so 1, 2 Tage besser, aber es war dann natürlich wieder plötzlich da. Daraufhin habe ich dann den Tierarzt sehr, sehr oft da gehabt. Ich habe den Vicky komplett untersuchen lassen. Ich habe die Ohren untersuchen lassen, die Augen untersuchen lassen, das Gleichgewicht sogar. Wir haben Kot untersuchen lassen, Urin. Wir haben eine Aufbaukur für den Darm gemacht. Die Hufe wurden angeguckt. Er wurde wirklich komplett von oben bis unten vom Tierarzt durchgecheckt. Ich habe ein großes Blutbild machen lassen. Und von den ganzen Werten, was da rausgekommen ist, war der Vicky einfach ein topfittes, gesundes Pferd. Mir war aber klar und ich habe auch den anderen gesagt, ja, aber irgendwas muss ja sein, wenn ich mein Pferd nicht reiten kann und er eindeutig mit dem Kopf so unruhig schlägt. Als letzte Wahl stand dann bloß noch damals die Klinik im Raum, weil eben keiner mehr weiter wusste und hat gesagt, es fehlt ihm so nichts, dann muss er in die Klinik. Damals zum Zeitpunkt wollte ich aber nicht direkt zur Klinik fahren, weil der Vicky doch mit dem Bauch etwas empfindlich ist und da war auch gerade der Fellwechsel und ich dann einfach Angst hatte, ja, dass vielleicht eine Stresskohle kommt und deshalb habe ich gedacht, ich versuche das jetzt anders und wir haben ganz viel recherchiert. Die Anna hat mir dann wirklich sehr, sehr viel geholfen. Wir haben beide so viel recherchiert und so viel nachgelesen und haben eben die Symptome von Vicky eingegeben und haben eben eine Ursache gesucht. Ich habe dann eben am Stall immer ein bisschen mitnotiert und beobachtet, wann denn das Kopfschlagen auftritt. Das heißt, wie war die Wetterlage, was haben wir gemacht, waren wir im Gelände, tritt es auf, wenn wir im Wald reiten, tritt es auf, wenn wir auf der Wiese reiten, was kriegt er zum Essen, wie war meine Stimmung, hatte er Stress zuvor, was hatte er am Equipment dran und ja, somit habe ich immer alles notiert und dann haben wir eben ganz viel recherchiert und gelesen und dann sind wir eben eindeutig von den Symptomen, was der Vicky so zeigt, eben auf das Headshaking gekommen. Mittlerweile sind wir uns auch eben wirklich ziemlich sicher, dass der Vicky ein Headshaker ist, weil einfach alles andere tierärztlich abgeklärt ist und er so keine Schmerzen zeigt und ja, von den Ursachen her, von den Symptomen, kann man das eigentlich gar nicht ausreden oder so, dass er jetzt kein Headshaker wäre, denn ja, er ist es zu 99% ist jetzt der Vicky eben ein Headshaker. Ich kann euch jetzt gerne mal die Symptome nennen, was also beim Vicky eben aufgefallen ist und was auch den anderen eben aufgefallen ist, was eben auf dieses Headshaking hingedeutet hat. Als allererstes ist natürlich ganz typisch dieses extreme Kopfschlagen. Es ist natürlich jeden Tag unterschiedlich, es tritt auch etappenweise aus. Es ist nicht so, dass der durchgehend den ganzen Tag mit dem Kopf schlagt, sondern es tritt halt eben dann auf, wenn auch die Ursache vorhanden ist. Ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, dass es teilweise wirklich so schlimm ist. Also beim Vicky war das teilweise so schlimm und so extrem, dass ich nicht mehr reiten konnte. Ich musste auch schon absteigen und habe ihn dann nach Hause geführt oder ich bin mal abgestiegen, wieder aufgestiegen. Das hat so Tage gegeben, wo ich mir echt gedacht habe, das gibt's doch nicht. Da habe ich noch nicht gewusst, eben, dass das Headshaking sein könnte und da war er einfach nicht mehr reitbar. Und es war dann auch egal, was ich gemacht habe. Ob Freiarbeit, Bodenarbeit, Longieren im Gelände reiten, Dressurtraining, nur Lektionen gemacht oder einfach nur geführt am Reitplatz. Wenn die Ursache vorhanden war beim Vicky, dann hat er auch dementsprechend mit dem Kopf geschlagen. Momentan habe ich so die Theorie, dass beim Vicky das Kopfschlagen ganz, ganz stark vom Wind beeinflusst wird. Denn so wie heute, wenn es einfach nur wirklich warm ist und eigentlich so gut wie gar kein Wind geht, dann shakt der Vicky überhaupt nicht und er zeigt auch kein einziges Symptom, dass er jetzt eben headshaken würde. Er geht total ruhig, er ist tiefenentspannt, also wenn es warm ist, die Sonne scheint, also lichtempfindlich ist er schon mal nicht. Das ist ja immer so beim Headshaken Lichtempfindlichkeit. Ja, das ist, wenn es warm ist und kein Wind geht. Überhaupt nicht. Er shakt zum Beispiel auch nicht, wenn es richtig kalt ist, dann shakt er auch nicht. Er shakt wirklich sehr stark mit dem Kopf, wenn der Wind geht. Das habe ich jetzt die letzten Tage, Wochen herausgefunden. Wenn der Wind geht, dann kann ich mit ihm nicht ordentlich arbeiten und es wird immer stärker das Kopf schlagen und wenn ich nicht unsere Hilfen dran hätte, auf die komme ich gleich noch, dann könnte ich auch an solchen Tagen mit ihm jetzt nicht arbeiten. Ein weiteres Symptom, was uns aufgefallen ist, dass der Vicky immer einen Nüsternschutz sucht. Das ist auch ein ganz großes Kriterium beim Headshaker, dass die Nüsternschutz suchen. Das sei zum Beispiel, wenn wir ausreiten oder ein anderes Pferd dabei ist, dann geht er immer mit seinem Maul, mit seinen Nüstern unter den Schweif, um es so quasi zu schützen. Oder wenn ich mit ihm spazieren gehe und es geht eben der Wind, dann sucht er den Nüsternschutz an mir irgendwo, dass er seine Nase dahin hält. Wenn ich immer Reitplatz frei laufen lasse, longiere, Bodenarbeit mache, dann hat er seine Nüstern, sein Maul immer am Boden unten am Sand, um somit
Und wie gesagt, geht kein Wind, dann macht er das auch nicht. Also es ist, wie gesagt, es ist noch ein bisschen kompliziert. Ich muss mich erst noch ein bisschen reinfuchsen. Aber wir kriegen das schon hin. Dann ist es uns noch ganz stark beim Füttern am Abend aufgefallen, beim Abendessen geben. Denn Headchecker rühren ihr Futter um. Also wenn man ihnen das Müsli gibt, dann rühren die mit ihrer Schnauze da drin rum und sind nervös und sind gestresst und können nicht ruhig fressen. Und das war auch eben ein ganz großer Punkt beim Headchecker. Und daraufhin, wo wir alles zusammengezählt haben, war es uns eigentlich fast klar, dass eben ja, er ein Headchecker ist. Auf jeden Fall haben wir dann eben ganz viel recherchiert, wie ich ihn unterstützen kann und was ich eben so machen kann. Und da haben wir jetzt eben einiges gefunden, womit wir das Ganze wirklich sehr gut in den Griff bekommen haben. Ich habe zu einem für Vicky persönlich zum Anziehen ein paar Sachen bestellt. Ich habe euch da auf Instagram gefragt und ihr habt mir da echt sehr geholfen. Also vielen lieben Dank dafür. Und zwar habe ich zum einen für Vicky einen Nüsternschutz bestellt. Das Blöde war bloß, es gibt das bloß in Größe Pony und in Größe Warmblut. Pony ist ihm zu klein und Größe Warmblut ist ihm zu groß. Aber ich habe ganz schnell festgestellt, dass die Größe, was er jetzt hat, er muss ja nicht damit grasen, also ich reite ihn ja bloß damit, passt es wirklich optimal, denn er ist zwar unten ein bisschen locker dran am Maul, aber wenn es jetzt noch fester wäre und er reinniest, reinpustet, dann verklebt das davon ja alles und dann würde er nicht genügend Luft bekommen. Und es erfüllt wirklich total seinen Zweck. Der Vicky, wenn dieses Nüsternutz dran hat, da kann der Wind gehen, wie es will. Er läuft super gut, ich kann total effektiv mit ihm arbeiten. Also ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber von diesem Netz bin ich total begeistert und das bekommt er um den Nasenring herum. Und ja, ich lieb's. Dann habe ich mir damals gleich noch eine UV-Schutzmaske mitbestellt, denn ich wusste ja nicht, ist es jetzt die Nüsternempfindlichkeit oder die Lichtempfindlichkeit beim Vicky. Und deshalb habe ich da eben gleich noch so eine Maske mitbestellt, was eben den UV-Schutz drin hat. Das kommt unter die Trense. Und die hatte ich jetzt einmal dran zum Testen beim Longieren, einfach wo wir es bekommen haben. Zum Reiten tatsächlich bis jetzt noch nie, weil wir eben mit diesem Nüsternschutz total super gut fahren und er da überhaupt nicht checkt. Aber ich habe sie auf jeden Fall im Stall, falls es schlimmer werden würde. Und ja, habt ihr eben einfach gleich mitbestellt. Und dann kommen wir jetzt noch zu zwei Sachen, die ihr einfach pflanzlich zugefüttert bekommt für die innere Ruhe, für den Stress, für die Anspannung. Denn Headchecking hängt meistens mit irgendwas zusammen. Und bei Vicky ist sich auch der Tier ziemlich sicher, dass es nervig bedingt sein kann. Einfach von seinem damaligen Leben. Er hatte ja kein einfaches Leben. Und dass er das einfach, wenn er in Stress kommt oder nervös wird, dass Headchecking schlimmer wird. Und deshalb unterstütze ich ihn da ein bisschen. Und zwar zum einen habe ich mir hier den Nervensaft von Evalia geholt. Ich weiß, dass von dieser Firma auch einen Shaking-Saft gibt. Ich habe mir allerdings jetzt von der Flasche gleich ein paar mehr bestellt zum Testen. Deshalb werde ich die jetzt leer füttern und dann mal den Shaking-Saft bestellen. Aber ich sag's euch, der Saft bewirkt Wunder. Seitdem der Vicky im Futter drin hat, hat dieses Umrühren im Futter total aufgehört. Er frisst total tiefenentspannt, er isst die Ruhe selbst, er lässt sich nicht stressen. Der Saft sorgt einfach ein bisschen, ja, für die innere Ruhe. Es ist natürlich ein Kräutersaft, es ist jetzt keine Chemie, aber er erfüllt wirklich komplett seinen Zweck und ich bin echt begeistert. Und dann bekommt der Vicky noch Globulis zugefüttert. Und zwar habe ich hier Kalium Phosphorium D12. Die sind auch eben für die innere Ruhe, für die Anspannung. Da bekommt er einmal täglich 20 Stück. Und ja, ich glaube, die tun mir auch ganz gut. Und ja, das sind jetzt so aktuell die vier Sachen, was der Vicky bekommt, eben zur Unterstützung vom Headchecking. Magnesium bekommt er noch zugefüttert. Das ist auch für Nervosität und Anspannung. Das ist jetzt aber noch drinnen, also ganz normales Magnesium. Und wir fahren wirklich tatsächlich super gut damit. Ihr könnt euch vorstellen, ich war am Anfang echt mit meinen Nerven fix und fertig, weil ich habe alles untersuchen lassen. Ich habe alles in die Wege geleitet und keiner ist auf was gekommen. Und für mich war es erstmal so, wo wir das festgestellt haben, ja, Headchecker und so weiter und so fort, war das für mich erstmal schon ein bisschen schlimm, weil ich keine Erfahrung damit gehabt habe und habe gedacht, oh Gott, es ist jetzt nicht so bei Headchecking, dass man sagen kann, ja, man kriegt eine Tablette oder Spritze und dann ist das weg. Das ist eben nicht der Fall. Das tritt halt immer wieder auf und es geht wieder. Über den Winter ist es ja meistens komplett weg. Also ja, es kann natürlich auch sein, dass das früher oder später wieder komplett weg ist beim Vicky, aber aktuell ist es eben vorhanden. Aber ich bin wirklich mehr als zufrieden mit unserer aktuellen Lage, denn wir haben es super gut im Griff. Ich kann mit ihm ganz normale Reitstunden nehmen, wir können ausreiten, ich kann alles mit ihm machen. Ich muss halt einfach den Alltag ein bisschen daran anpassen. Und wenn ich merke, das Wetter passt ihm heute nicht so, dann bekommt er eben seine Hilfen dran und dann klappt das auch wirklich super gut.
So, und jetzt würde ich sagen, habe ich definitiv genug gesprochen. Ich werde vielleicht früher oder später, wenn ich mal mehr davon weiß, mein separates Video drüber drehen. Aber Vicky ist fertig mit dem Mampfen und er sagt mir jetzt, er möchte wieder rein zu seinen Kameraden. Vicky hat jetzt hier fertig gemampft und ich glaube, ich nutze noch ganz kurz die Gelegenheit und tue ihm ganz kurz das Nüsternetz dran und die Fliegenhaube, damit ihr noch kurz sehen könnt, wie das Ganze dann auf dem Pferd ausguckt. Flex es jetzt doch noch ein bisschen aus. Nix wird hergeschenkt, gell? So sieht das jetzt eben aus, wenn das der Vicky alles dran hat. Aber wie gesagt, der Vicky trägt, wenn ich ihn reite, aktuell nur diesen Nüsternschutz, weil es mit dem, finde ich, komplett eben weg ist. Ich habe mir eben damals noch so eine UV-Schutzmaske mitbestellt, die man drunter anziehen kann. Aber wie gesagt, aktuell benötigen wir wirklich bloß das Nüsternetz. Aber ich habe eben die Maske aus und wenn er das komplett anhat, dann würde das Ganze eben hier so aussehen. Und ich habe übrigens beides, bevor die Frage kommt, vom Löster. Und so sieht es dann eben aus, wenn wir jetzt aktuell arbeiten auf dem Platz oder auch im Gelände oder auch wenn ich ihn longiere. Der Vicky hat immer, sobald ein Wind geht oder er eben Zeichen von diesem Headchecking zeigt, das Nüsternetz drauf. Und ich sage es euch, es bewirkt wirklich Wunder. Wenn das der Vicky drauf hat, dann checkt er so gut wie gar nicht und man kann richtig vernünftig mit ihm arbeiten. Vicky ist jetzt wieder im Stall und jetzt gibt es gleich noch hier für alle Pferde Abendessen. Und der Vicky bekommt jetzt übrigens von dem Nervensaft immer übers Abendmüsli 80 ml drüber. Dann gibt es noch Leinöl. Und dann gibt es noch Karotten drüber. So, fertig. Ich bin jetzt fertig für heute. Vicky hat ein Gemüsli hier. Abschiedskarotte, die ist immer total, die muss immer sein, die Abschiedskarotte. Gell? Das darf man nicht vergessen. So, ein sehr schöner Tag geht zu Ende. War heute wirklich, wirklich ein sehr, sehr schöner Tag. Ich hoffe, euch hat mal wieder ein Vlog gefallen. Ihr seid dann wieder up to date und wisst, was bei uns los ist. Wie gesagt, ich halte euch eben auf den Laufenden. Wenn ihr da mehr mitbekommen wollt, ich bin eigentlich täglich am Stall, dann schaut gerne bei uns auf Instagram vorbei. Was tust du? Und da bekommt ihr dann alles mit, wie es uns geht mit dem Headchecking. Aber wie gesagt, bis jetzt habe ich das super gut im Griff. Und ja, wenn es euch gefallen hat, das Video, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da oder einen lieben Kommentar. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss.